So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2. Im letzten Part habe ich mich wegen verblabbert, 98.000 oder 92.000 habe ich glaube ich gesagt, für den Evoque hier, das ist ein Geschmarri, 50.000 ungefähr gibt es die Motoren schon. Stärkste ist mit 240 PS und ich denke mal, das wird auch der hier sein. Wir werden jetzt gleich mal Rennen fahren. Oh Gott, hey, da gibt es neue Rennen. Wir haben zwei neue Rennen, das gefällt mir. Da können wir gleich mal was gucken. Und zwar, wenn wir uns nicht verdrücken, sondern hier drücken, auf Viereck, dann geht da auch was, was mich interessiert. Ja, 43 und 40, das passt. Wenn ich da, upsala, 6 Kilometer, 3,9, dann fahren wir gleich mal das. Es braucht glaube ich 8 Sekunden ungefähr, knappe 8 Sekunden von 0 auf 100 die Mühle. Höchstgeschwindigkeit 217 km/h. Habe ich mal wegen gegoogelt. Das muss jetzt halt einfach sein. Ich weiß, ich habe es eigentlich schon mal gemacht, aber wusst. Eigentlich, dass es nicht die Anzeige nicht zählt mit jedes Tor zu fahren, sondern Hauptsache eins aus der Reihe hauen. Das langt. Stell dir mal vor, wir müssen ja jedes einzelne Tor zusammenfahren, da wären wir ja Jahre beschäftigt höchstwahrscheinlich. Boah, der rumst weg. Ob wir mit dem alle Rennen fahren werden, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall die neuen werden wir alle fahren. Aha. Warum fühlt sich das Navi so auf? Und zeigt mir so am Krampf an, wo ich rumfahren soll. Ich gehe wieder auf die richtige Straßenseite. Das ist viel einfacher. Höchstgeschwindigkeit 217, habe ich das schon gesagt? Wird richtig erbärmlich. Ja, da haben wir noch nicht zusammengefahren. Deswegen machen wir das mal. So. Ui, wir fahren ja jetzt rum. Merkt ihr die Geschwindigkeit? Ja. War ja klar, dass wir das mit unserem Tempo nicht schaffen. Ja, da lang geht's. So, da wieder auf die Straße. Hi, bin wieder da. Ob das Navi wollte uns jetzt halt rückwärts leiten, ist klar. Lass mal erstmal umdrehen und dann wieder auf der gleichen Straße zusammen. Eine Tempojagd. Ist irgendwie lustig. Ich soll mit dem Auto eine Tempojagd gewinnen. To the bridge. Mit 168, ich brauche 5 Minuten, bis ich auf der Geschwindigkeit überhaupt mal bin. Ich fühle mich gerade wie auf einem LSD-Trip. Nicht, dass ich es schon mal gemacht hätte oder so, aber ist, so stelle ich mir das vor. Also das war jetzt halt ja wirklich nicht gerade schön. Leute, die verlangen von uns hier 168 km/h. Habt ihr das gesehen? Wie soll ich denn 168 km/h mit der Krücke schaffen? Ach komm, wir werden doch wohl eine Chance gegen so einen Laster haben. Also jetzt ist wirklich gut. Ich hasse so langsame Autos. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich möchte einfach wieder schön schnell. Also die letzten 2, 3, 4 waren ja mods geil. Muss ich nochmal sagen. Komm, nee, LSD-Trip, geh weg von mir. Und bei dem Auto, da tut sich halt auch nichts, wenn du aufs Gas steigst. Ich kann, glaube ich, auch erst hier reinfahren. Das ist vielleicht sogar noch besser. Okay, das passt. Aber hier muss ich drin bleiben. Und dann hier bleiben wir auf jeden Fall auch auf der Geschwindigkeitsspur rechts. Ich meine, nee, können wir nicht.
die verlangen von uns, dass wir auf der rechten, linken Spur fahren. Ist ja auch mal unfair. Aber hier, rechte Spur, das passt. So, Silber haben wir immerhin schon mal. Aber 168, ich lenke schon ganz leicht ein, Leute. Dass ich hier wenig Geschwindigkeit noch mitnehme. Auf 1,6 Kilometer, das noch 4 km/h hoch, 3, 2, 1. Jetzt kommt die Kurve, jetzt wird es vorbei sein. Ja. Jetzt kommt sowas und ich rausche natürlich voll dagegen. Aber auf die Straße noch vor dem reinkommen. Gut, Silber ist auch vollkommen okay. Im Ziel mit 160 km/h. Was wollen wir denn mehr, Leute? Haben zwar nicht sonderlich viel bekommen, bis auf blöde 4000 Punkte und keine Ahnung was. Was genau? Was haben wir gekriegt? Ah, verstärkte Chassis. Rennen hier. 5 Kilometer. Schauen wir mal, was ist Rolling Stock? Ach, das haben wir schon. Pumping Iron haben wir schon. So, da fahren wir halt dann da mal hin. Das ist blöde, weißt oder wisst ihr, da haben wir jetzt so eine lahme Karre, müssen aber Mozzi Rennen fahren. Die neu sind und alles. Und ja, bis wir da dort sind, da werden halt die Folgen auch immer dementsprechend lang. Ich weiß, ihr jetzt könnt ihr längere Folgen vertragen. Wenn es nur einmal eine am Tag gibt, weil ich glaube zwei, das war nichts gescheit. Ich glaube, ihr wolltet das gar nicht unbedingt. Also der Großteil von euch. Aber naja, aus Fehlern lernt man, wisst ihr, und tja. Ich habe auch draus gelernt und jetzt gibt es halt nur noch eine Folge. Aber ich merke ja, wie gesagt. Habe ich schon mal angesprochen, dass der zweite Part öfter geschaut wird wie der erste. Und daraus schließe ich einfach, dass das zu viel des Guten ist. Und deswegen gibt es jetzt halt einfach nur noch eine Folge am Tag. Aber dafür halt jeden Tag. Ja. Also driften kannst du mit dem Auto gut. Ich glaube, diese drei Rennen, wo wir nicht geschafft haben, überhaupt nicht. Das sind ein paar mit einem Ariel, glaube ich sogar. Und so Sachen. Und mit so einem, boah, Geländeschrott. Gehört nicht in der Rennspielerei, meiner Meinung nach. Gut, es zählt zu den Alltagsautos, die es in dem Spiel gibt. Finde ich ja an sich ganz cool, die Idee, aber naja. Hätten wir es weglassen, wäre ich dann auch nicht böse. Profi-Drifter, ich bin's, hallo. Aber dahin muss doch was geben. Wenn es da jetzt nichts gibt, dann bin ich echt enttäuscht. Super. Ja, nee, da haben wir auch schon alles Mögliche gefunden. Ne? Warte mal. Da möchte ich jetzt einfach nur mal testen. Also nicht wie der driftet, sondern ob wir das da schaffen, da hochzufliegen. Fast. Fast, aber nicht ganz. Jetzt haben wir schon wieder 10 Minuten verdrödelt und haben noch nichts erreicht. Nicht wirklich, zumindest. Oh,
da geht's auch schon los. Ach, wir starten den fliegenden Start von da hinten. Ne? Mit einer Geschwindigkeit, die wir im Leben nicht hätten schaffen können. Aha. Volle Beschleunigung. Gib mir alles, was du hast. Oh ja, du hast natürlich schon wieder was an deinem Auto gemacht, ist klar. Ich kann jetzt da rumeiern, wie sonst was. Nicht mit mir, mein Freund, nicht mit mir. Ding, dong, ding. Dann jumpen halt hier auch mal, weil wir so cool sind. Und wissen, dass es uns nichts bringt. Ach, drei Runden müssen wir das, den Spaß fahren. Da hätten wir da nicht andersrum fahren können, da geht's viel einfacher. Natürlich driften die hier rum. Und ich eier da hinterher, wie sonst was. Aber ich komme an die ran, glaube ich. Hier läuft kein Straßenrennen. An was machen denn die das immer fest? Dann denken die immer sowas von uns. Ich würde doch im Leben kein Straßenrennen fahren. Ja, ja, nimm die anderen ruhig. Ich chill meinen Zopf da vorne. Ach, springen wir halt nochmal. Hebt gleich ab. Also mit dem Auto, da kannst du vergessen, mal früh abzubremsen oder so. Hoffentlich springen wir jetzt nicht oben dagegen. Scheiße. Das war jetzt natürlich flop. Ein absoluter Fail vom Feinsten, ne? Nein, oh. So, jetzt, ich muss jetzt doch da noch rankommen. Das ist doch ein Anfängerrennen. Aber ich stelle mich schon wieder so blöd an. Das ist alles. Warum ich jetzt rutsch? Fragt mich was Leichteres. Nee, ich kann es schon nicht mehr gewinnen. Deswegen starten wir das jetzt nochmal neu. Ach Gott. Das ist ja peinlich. Stock Market Crash. Crash. Jupp, komm, los! Tja, aber es ist los. Stadt halt. So. Jetzt kennen wir das Rennen, jetzt sollten wir das auch schaffen. Oh, gerade noch gerettet. So, der fährt da vorne eigentlich Motzes Tempo. Jo, passt. So, und jetzt druff, druff. Druff, druff, druff. Wir fahren in den... Punkt, Punkt, Punkt. Also, ich kann ja da echt bremsen, so früh ich will. Wenn ich hier mal mit 130 km/h oder so ankomme, dann fahre ich da auch mal drauf. Ich habe ja eigentlich nicht mal wirklich gute Reifen oder sonst was. Und trotzdem fährt es sich halt, das ist halt ein Geländewagen, der fährt sich halt von Natur aus im Gelände eigentlich super. Deswegen konnte man auch schon schwerere so rum. Wechselstabeln verbuchselt. Können wir auch schwerere Rennen gewinnen. Scheiße. Umweg. Ja.
Karl, lass mir doch mal Ruhe. Fang doch mal jemand anders und die kommt da wenigstens ran. Ich hub sie weg. So, jetzt kommt dann auf noch und dann wieder links und dann wieder rechts und dann hau dir ab bitte von mir, wenn es möglich ist. Ja, was soll das? Okay, jetzt weg. Fuck, ich hab gedacht, da ist das Ziel. Oh. Okay. Gott, das war jetzt halt doch noch schwerer als gedacht. Fuck. 1.600.000 haben wir jetzt geknackt. Hey, nicht schlecht, Herr Specht. Modifikation, ja, Geländereifen. Rennenmäßig. Starten wir halt das jetzt auch mal. Hm. 1 Minute 32 ist der Rekord. Bekommen wir Rennreifen und Leichtbauchaussee. Ah, okay. Black and white. Black and yellow. Black and yellow. Ach, so schön ruhig. Ups. Jetzt halt haben wir wenigstens wieder Farbe. Ich kann mich an das Rennen ehrlich gesagt nicht unbedingt erinnern. Auf jeden Fall ist es ein Geländerennen. Ja, das sehe ich auch. Meine Beschleunigung samt Nitro von 0 auf 100 in 11 Sekunden. Oh, hi. Da hängt uns einer doch relativ dicht hinten drauf. Ein Ford. Weg. Ja, warum gibt es keinen Takedown? Ich habe den voll dagegen gepresst. Passt. Ein wenig an Vorsprung haben wir rausgefahren schon. Also rutschen oder driften versuchen auf sowas ist absolut tödlich. Ich sag's euch. Ja, der fährt sich gut. Im Gegensatz zu dem komisch hässlichen, was weiß ich, wie das war, der Ford Raptor F 1500, glaube ich, 5000 oder so. Ach, ich weiß gar schon gar nicht. Ich habe schon verdrängt aus meinem Gedächtnis. Ne, im Gegensatz zu dem fährt er sich wirklich wie ein Rennwagen. Also damit kannst du wirklich was gewinnen. Das muss man mal sagen. Muss man so sagen, wie es ist. 1.613.000. Das geht echt vorwärts. Es geht hier im Sekundentakt. Modifikationen. Schmeiß mal Rennreifen drauf. Chassis, ein verstärktes oder wie? Das bringt halt mehr Steuerung und mehr Beschleunigung. Ja, also so sind wir schon stark genug. Rennen, Pumping Iron, Rennen starten. Es wird halt doch mal wieder ein wenig eine längere Folge, wenn ich das jetzt so richtig im Blick habe. Aber macht ja nichts, oder Leute? Macht ja nichts. Habe ich gesagt, das könnte wieder eine längere Folge. Könnt ihr vertragen? Da seid ihr ja relativ schmerzfrei. Ja, da war das mit den Rennreifen, glaube ich, gar nicht verkehrt auf dem Belag. Wenn ich jetzt so sehe, was für Autos wir hier zu besiegen haben. Ja, genau, da muss man jetzt natürlich crashen. Ah, Mann! Ne, die fahren schon wieder einen halben Kilometer vorne raus. Lang dann da mal. Und hinter wem sind die Cops her? Hinter mir, weil ich da hinten bin. Mich haben die noch nicht mal gesehen.
Unfair, Leute. Na, so wird es nix mit mir. Ketterhelm hat keine Chance gegen uns. Lass ihn einfach links liegen. So, es sind noch 900 Meter und müssen noch mindestens einen Gegner überholen. Mist, ich hab's nicht rechtzeitig geschafft, neu zu drücken. Schade. Wenn wir da nicht am Anfang so einen blöden Crash gemacht hätten, dann hätten wir das auch geschafft. Jo, kannst jetzt gleich wieder vergessen hier dein Sprint-Dings, da weißt du, deine Verfolgung so rum. Nicht Sprint, Sprint lese ich und Sprint sage ich dann, obwohl ich es nicht sagen wollte. Pumping Iron Number 2. Ich muss jetzt hier gleich immer voll Nitro geben, dass ich da auch dranbleiben kann. So. Also hier scheppert's und brummt's, ey. Boah, wenn ich da wieder gegen die Kante gefahren wäre, hätte ich mir wieder ordentlich in den Arsch gebissen. Zentrale, haben wir einen hinter den Türen und Ober. Verstanden, die schnellstmögliche Unterstützung. Also ich muss hier wirklich einfach nur über Aggressivität fahren. Und irgendwie alles andere bringt mir nicht so viel. So, jetzt ist nur noch einer vor uns. Boah, wir an den noch so locker rankommen. Yes, jetzt haben wir den schön als Bande genommen. Yes, Pumping Iron gewonnen. Gefällt mir. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied gerade hört, aber das ist echt lässig. Normal nicht. Auf meinem Headset ist eh immer alles lauter, als es, oh Mann, eigentlich ist, sein sollte, als es eigentlich ist. Modifikation, Karosserie, Aero. Rennen off the grid. Rennen starten. Ach, mich interessiert sogar nicht, ob da die Cops da sind. Das, man kann ja eh einfach zum nächsten Rennen springen und sie sind weg. Was ist denn das jetzt hier überhaupt? Müsst ihr doch entkommen? Nee. Wir haben jetzt eine Aero-Karosserie, das ist cool. Da geht was vorwärts normal dann. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ja, der A1, der kann uns rammen, wie er will. Ah, das war das Scheißrennen. Wo du hier nichts siehst und dann hier so blöd aufkommt oder da hoch musst. Und ich es jetzt zufälligerweise geschafft habe. Boah, das Rennen, das kenne ich nur zu gut. Da habe ich mich ja schon auch mal relativ aufregen müssen. Im A1, glaube ich, war das damals, als wir es nicht geschafft hatten. Ja, keine Spritztour. Spritztour ist übrigens ein cooler Film. Müsst ihr euch mal anschauen. Ist echt cool. Jetzt gerade hier Spritztour her. Muss ich da jetzt irgendwie gerade dran denken. Jetzt
kriege ich wieder die Punkte gut schieben für den Takedown, obwohl ich den nicht mal wirklich berührt habe. Vorher schiebe ich ihn gegen eine Straßenlaterne. Wen interessiert's? Scheiße! Ich konnte mich nicht entscheiden, wo ich hinfahre, und dann kommt sowas dabei halt natürlich raus. Hau mir ab. Was? Zweiter, super. Reifenreparatur und die Prallschutzkarosserie. Es gefällt mir doch. Zweiter mit dem Auto. In allen Erster bis auf in dem Zweiter, das ist gut. Wir hätten das Rennen auch theoretisch gewinnen können, aber mir ist das Auto nämlich sowas von Schnutzpups, Pieps, egal. Dass ich mir da denke, passt schon. Ah, hier in die Richtung müssen wir. 45, 41, muss man nicht vorher unterlegen. Fahrzeuge gefahren, ja. Fahrzeuge gefahren, weil es hat 28 dort gestanden, ne? Ach ne, ein Rennen haben wir. To the Bridge sind auch nur Zweiter geworden. So gut, Wagen, was kommt jetzt halt hier nach Land Rover? Marussia, oh schön. Okay, Einheiten werden informiert. Ne, da ist nochmal das Ding gewesen. Wir können jetzt halt nicht direkt zum nächsten Auto springen, okay. Schade. So, nicht falls wieder natürlich da in die Richtung. Ja. Vom Engländer zum Russen gehen wir jetzt. Das passt doch auch. Land Rover ist ja Range Rover. So. Land Rover, Range Rover, wie auch immer. Jetzt sind wir wieder hier mal. Okay, wir hatten jetzt Glück, jetzt sind sie zweimal reingefahren. Schalt der Motor ab. Na, mach dein Motor aus, Kollege. Ne, so rum nicht, das wollte ich jetzt eigentlich nicht drücken. Wollte jetzt eigentlich nur das. Aber wir sind entkommen. Okay, super. Gut, dann können wir jetzt natürlich schon zum nächsten Wagen springen. Zu Marussia, aber davor möchte ich noch eine Sache schnell gucken. 28 Wagen sind wir gefahren. Wagen gefahren, 28, wenn ich mich jetzt halt in die Marussia setze. Marussia in den Wagen springen oder zum Wagen springen, aber mit dem sind wir schon ein Rennen gefahren, oder? Irre ich mich da? Sogar schon mehr Rennen als eins. Haben wir da schon Modifikationen? Sind wir da schon Rennen gefahren? Ne, sind wir noch nichts gefahren. Dann schauen wir jetzt mal, ob das was gebracht hat, noch schnell. Ne, noch nichts. Gut, dann danke ich euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.